Hallo Leute und herzlich willkommen zur Review von Black Clover Folge Nummer 24. Ja Leute, die heutige Folge war irgendwie ein bisschen ruhiger als die letzten Folgen, würde ich persönlich sagen, auch wenn sie irgendwie im Paket wieder ganz gut zu den letzten beiden Folgen passt, war jedoch der Fokus auf ein paar anderen Sachen, denn wir haben einmal eine kleine Interaktion gesehen mit Leopold und Noel, dann haben wir Fuego Leon wieder im Fokus gehabt, auch mit Radis, wo wir noch ein bisschen mehr über ihn gelernt haben, ein bisschen mehr über seine Fähigkeit gelernt haben, was ich auch ganz, ganz gut fand. Und wir haben dann auch etwas, darüber gemerkt, was eigentlich so wirklich der Plan ist. Denn viele haben ja schon so gedacht, dass das Ganze ein bisschen planlos ist, was Radis da gemacht hat. Wir haben dann auch noch etwas zu der Hexe erfahren und auch zu Juno, denn der stand auch im Fokus. Und das sind heute so die Themen, wo wir in diesem Video drüber reden wollen. Und wir fangen mal mit dem unspektakulärsten an, sage ich mal, nämlich mit Noel und mit Leopold. Die beiden, die mussten irgendwie ja auch noch so eine Art Auftritt kriegen. Denn klar, die Gegner, die wir haben, sind alles Zombies. Sie sind ein bisschen, charakterlos sind sie ja sowieso, diese Zombies, weil sie eben keinen Charakter haben. Aber sie haben nicht wirklich einen Zweck. Sie sind nicht wirklich bedrohlich, außer für die normalen Bürger, die eben keine Magie haben. Aber für ganz normale Ritter aus den Magierorden ist es natürlich kein Problem, diese zu besiegen. Denn diese Zombies haben keine besonderen Fähigkeiten. Zumindest die meisten nicht. Die, die speziell sind natürlich von Radis, die haben Fähigkeiten, aber die anderen haben gar keine Fähigkeiten. Und daher sind die auch nicht wirklich eine Bedrohung. Das haben wir schon bei den anderen Magierrittern gesehen, die da problemlos wirklich die ganzen platt gemacht haben und ganz besonders natürlich die Ordensanführer, die haben dann noch weniger Probleme mit gehabt. Aber so konnten auch Noel und Leopold dann endlich mal ein bisschen in den Fokus geraten. Die haben so ein kleines Teamwork gehabt, was ich wirklich ganz, ganz cool fand, dass sie das da eingebracht haben, denn ansonsten wären die beiden irgendwie komplett out of place gewesen. Ja, sie waren im Manga natürlich auch da, aber hier haben sie an dieser Stelle wenig Auftritt gehabt und deswegen fand ich das ganz okay, dass das mal gezeigt wurde, aber viel mehr ist das nicht gewesen. Dass das so ein Teamangriff war, das fand ich ganz cool. Aber ansonsten war es eben nichts Besonderes. Jetzt kommen wir aber zu dem, was ich schon ein bisschen spezieller fand und auch sehr interessant fand, nämlich die ganze Sache mit Fuego Leon und Radis. Wir haben nämlich gesehen, dass Fuego Leon Radis jetzt komplett überwältigt hat, ihn komplett im wahrsten Sinne des Wortes in seinem feurigen Griff hat und Radis ist einfach geschockt. Er kommt gar nicht klar, dass er so überwältigt wurde, denn Radis ist ja immer noch mega davon überzeugt, dass er durch seine enorme magische Kraft, die er zweifellos hat, dass er dadurch eigentlich fast unbesiegbar wirkt. Er hat ein krasses Ego, könnte man schon fast sagen, denn im Prinzip kann er nicht viel mehr als die Zombies beschwören. Und das, Leute, ist genau das, was wir in dieser Folge jetzt erfahren haben, denn Fuego Leon nimmt das Grimoire von Radis in die Hand. Und wir sehen schon an Radis Reaktion, wie er ausrastet, wie er nicht will, dass er dieses Grimoire in die Hand nimmt. Er schämt sich immer, das haben wir schon gemerkt, dass er sich dafür schämt. Und als Fuego Leon dann das Grimoire öffnet, dann sehen wir auch, warum er sich schämt. Denn in diesem Grimoire ist nur eine einzige Seite. Und Leute, da sind keine anderen leeren Seiten mehr, wie bei Asta oder Juno. Wenn wir da mal schauen, das ist natürlich, sind natürlich auch Grimoires, wo nicht viel drin steht, aber da sind mehrere weiße, leere Seiten noch. Das heißt, diese Seiten können noch, in Anführungsstrichen, beschriftet werden. Da kann noch was reinkommen, da kann noch neue Zaubersprüche reinkommen und so weiter und so fort. Das ist bei Radis aber gar nicht der Fall, weil er nur eine Seite hat. Das heißt, seine ganze Magie ist wirklich begrenzt auf diese eine Fähigkeit. Denn die Grimoires sind ja irgendwo ausschlaggebend für die Magier, was sie letzten Endes Besonderes können. Und Radis wurde halt mit diesem Grimoire, in Anführungsstrichen, gesegnet. Und dieses Grimoire kann aber eigentlich nicht sonderlich viel. Und das trotz der Tatsache, dass er enorme Mana-Reserven hat. Er hat so viel Mana, er könnte so viel Krasses damit anstellen. Aber weil er eben nur diese eine Art von Magie nutzen kann, ist er da schon ein bisschen gehandicapt. Er konnte sein Talent nicht entfalten. Und ich verstehe jetzt auch im Nachhinein umso besser, warum eigentlich Radis so ausgegrenzt wurde. Denn wir haben ja gesehen, er ist auch ein Magierritter gewesen früher, aber er wurde ausgegrenzt aufgrund seiner Magie. Das habe ich ja in der letzten Review schon angesprochen, aber es wird ja eben noch konkreter, wenn man sieht, dass er eigentlich nichts anderes kann, außer Tote zu erwecken. Klar, könnte er jetzt die Toten einfach wieder zum Leben erwecken, also wirklich normal, dass sie wieder ihre Persönlichkeit haben, dass sie wieder ihre ganz normalen Gedanken haben, sich artikulieren können und so weiter und so fort, dann wäre sein Grimoire, das wäre eine Gabe Gottes, könnte man schon fast sagen, weil er damit eben die Toten wiederbeleben kann, gerade wenn welche im Kampf gestorben sind. Aber das ist eben genau nicht seine Fähigkeit, sondern seine Fähigkeit ist es, die Toten zwar wiederzubeleben, aber dass es eben wirklich Zombies werden, dass sie kein Hirn haben, will ich schon fast sagen, keine Persönlichkeit haben und dass sie einfach nur im besten Fall die Fähigkeiten haben, die
die wiederbelebte Person eben hatte. Das haben wir gesehen an einigen speziellen Zombies von Radis, dass die noch die besonderen Fähigkeiten hatten von den Magiern zu Lebzeiten. Aber sonst können die nichts. Sie können nicht sprechen und deswegen hat das keinen Mehrwert, seine Fähigkeit, sage ich mal. Sie ist nichts, irgendwie was für die Gemeinschaft etwas tun könnte. Denn es ist schon irgendwo, und das verstehe ich auch vollkommen, verachtenswert, wenn man die Toten wiederbelebt. Ja, gerade als Zombies, als hirnlose Zombies. Denn man soll die Toten ja eigentlich ruhen lassen. Und daher verstehe ich, dass hier Radis wirklich an den Pranger gestellt wurde und gesagt wurde, hey, wir wollen dich gar nicht hier als Magierritter, denn deine Fähigkeit ist mehr oder weniger verachtenswert. Aber er kann da eben nichts für. Und das finde ich sehr interessant bei diesem Charakter, dem ja immer so viel abgesprochen wurde in den letzten 3-4 Wochen, haben gerade die ganzen Anime-Only-Zuschauer immer wieder gesagt, dieser Gegner, dieser Antagonist ist charakterlos, das ist einfach nur ein plumper Charakter, der da jetzt reingeworfen wurde. Aber das ist gar nicht so und das weiß man natürlich noch besser, wenn man den Manga gelesen hat, weil er wird noch einen Auftritt im Manga später haben. Aber darüber will ich jetzt gar nicht so sehr reden. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant, dass Fuego Leon dann da auch nochmal reingeschaut hat und er auch ein bisschen geschockt war und dann verstanden hat auch irgendwo, warum eigentlich Radis so ist, wie er ist. Denn er hat eben diese Mana-Reserven, die er nicht nutzen kann aufgrund seiner Magie. Dann passiert aber etwas, wo, glaube ich, auch viele nicht mit gerechnet haben, denn viele haben sich schon gefragt, was ist eigentlich das Ziel dieser Mission von Radis? Was will der da? Der kommt da alleine in eine Stadt, dem müsste doch klar sein, dass der da von all den Leuten einfach weggebasht wird, dass der gar keine Chance hat. Aber wir sehen, dass seine Strategie, sein Zweck gar nicht war, irgendwie die Stadt großartig zu zerstören, sondern dass sein Ziel zum einen war, die Orden, die Ritterorden auseinanderzuziehen, ja, dass die sich verteilen müssen auf die Stadt. Das war zum einen sein Ziel und zum anderen war Fuego Leon sein Ziel, denn der ist hier wirklich im Fokus gewesen. Und ganz ehrlich, Leute, gerade ihr Anime-Onlys, ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr gewusst habt, dass Fuego Leon das Ziel der Antagonisten war. Ausgerechnet der, ja, so ein krasser Kämpfer. Er ist nämlich das Ziel gewesen, wie wir dann herausfinden. Und er wird dann durch eine Art Raummagie an einen anderen Ort befördert und er lässt es auch mit sich machen. Ja, er will, da sehen wir mal wieder, wie badass Fuego Leon eigentlich ist. Er sieht, hey, ich wurde hier in eine Falle gelockt, die wollen mich haben. Okay, komm, dann gehe ich eben direkt zum Endboss. Und das fand ich wirklich auch sehr, sehr cool. Zur gleichen Zeit wurden die anderen Ritterordensmitglieder auch teleportiert, aber nicht irgendwie zum Gegner, zum Hauptboss, sage ich mal, sondern die wurden einfach an einen fernen Ort teleportiert, damit die nicht weiter am Geschehen innerhalb der Stadt teilnehmen können. Und das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. So hat man diese overpowerte Situation, ja, die ist ja einfach wahr. Man hat gesehen, die Magierritter im Clover-Königreich, die haben die absolute Oberhand, da kann nichts schief gehen. Die sind viel zu stark, als dass da jetzt noch irgendein Gegner ankommen könnte. Da müsste eine ganze Armee ankommen, ja, damit da wirklich was passiert. Und das ist eben dadurch gelöst worden, dass die ganzen Ritter jetzt durch eine Raummagie an einen anderen Ort befördert wurden und jetzt erstmal relativ weit außerhalb des Geschehens sind. Ja, wer sich da zum Beispiel rausretten konnte, das waren Asta und Co., beziehungsweise die wurden gar nicht wirklich fokussiert, genauso wie Leopold und auch Noel. Aber jemand, der eigentlich auch wegteleportiert werden sollte und nicht wegteleportiert wurde, weil er noch rechtzeitig reagiert hat, das war Juno. Und da kommen wir jetzt auch gleich hin, bevor ich nochmal kurz einen Satz sage zu Fuego Leon, denn der ist, wie gesagt, scheinbar vor einem krassen Typ gespawnt, den er zu kennen scheint. Und Leute, gerade an euch Manga-Leser, es macht irgendwie alles mehr Sinn, wenn man das jetzt so im Anime sieht und schon den Manga weitergelesen hat. Da macht irgendwie alles mehr Sinn. Kommt mir das nur so vor? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich will mich da gerne mal mit euch austauschen. Aber gut, jetzt gehen wir auch zu Juno. Juno hat nämlich, wie gesagt, gemerkt, dass diese Raummagie kommt, ist der ganzen Sache ausgewichen und stellt sich der Hexe, die wir dann in dieser Folge endlich mal ausführlicher gesehen haben. Am Ende der letzten Folge war sie ja schon einmal kurz, aber da haben wir nicht sonderlich viel von ihr gesehen. Und sie ist jetzt der Gegner von Juno hier in dieser Folge gewesen und Juno hat wirklich Probleme mit ihr gehabt. Wir sehen erstmal, dass die Fähigkeit dieser Hexe ja schon irgendwo etwas Besonderes ist, aber sie passt auch wirklich, denn sie ist eine Hexe. Hexen sind, wenn wir jetzt mal so ein bisschen nach dem Aberglauben geht, werden sie sehr, sehr alt und halten sich auch jung durch gewisse Sachen. Und sie hält sich jung durch ihre Magie, denn sie zieht anderen Menschen die Lebensenergie raus, sorgt dafür, dass die Menschen wirklich schnell altern, was wir dann auch in dieser Folge gesehen haben, was meiner Meinung nach echt eigentlich eine krasse Fähigkeit ist, so dass man sich wirklich die Lebensenergie der anderen aussaugt und dadurch seine Jugend bewahrt, enormes Mana ansammelt. Ja, aber das ist natürlich wieder auch eine sehr verachtenswerte Magie, wenn man davon so sprechen kann. Das sehen wir, dass sie das in dieser Folge macht und Juno stellt sich ihr dann und Juno ist eigentlich relativ selbstbewusst, greift aber mit seiner, ich nenne sie jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Magie an, ja, seine normale Windmagie, die er da hat, und mit der hat er wirklich Schwierigkeiten, sie zu treffen, denn sie ist verdammt flink unterwegs, das muss man einfach mal so sagen, und sie hat eigentlich auch gar nicht so die krass starke Magie, sondern feuert immer so kleine Kugeln ab, sage ich jetzt mal.
Und diese Kugeln sind aber in der Masse sehr effektiv. Ja, und Juno sagt das auch selbst. Er sagt, hey, an und für sich hat sie keine starke Magie oder kann sie keinen krassen Schaden machen. Aber einfach, weil Juno ihrer Magie nicht ausweichen kann, diesen Kugeln, die Juno wirklich verfolgen, ja. Deswegen wird er da einen dauerhaften Schaden allein dadurch und wird immer geschwächter und kann sich nicht gegen sie wehren. Und da fand ich es auch wieder ganz, ganz gut, dass er diesen Flashback hat an Asta, wo er selber sagt, ey, ich kann doch jetzt hier nicht verlieren, ja. Ich will gegen Asta gewinnen, ich will nicht gegen Asta verlieren. Und sein Grimoire hat wirklich die ganze Zeit schon sehr, sehr seltsam geleuchtet. Und natürlich hat das etwas mit seinem Elementargeist zu tun, der jetzt in seinem Grimoire ist. Und das fand ich dann auch ganz gut, dass er selber bemerkt hat, hey, ich höre einfach nicht auf den Ruf dieses Elementargeistes. Er fragt sich, warum kann ich ihn nicht benutzen? Warum kann ich diese neue, mega starke Kraft, die ich habe, nicht benutzen? Und er realisiert dann, dass er selber die Schuld daran hat. Ja, dass er quasi gar nicht auf den Ruf des Elementargeistes hört. Und das fand ich doch wirklich sehr, sehr gut. Aber um hier nochmal kurz auf Asta zurückzukommen. Viele von euch Anime-Uni-Zuschauern haben auch immer wieder bemängelt, dass ihr gesagt habt, ja, Juno ist so krass, er ist so viel stärker als Asta, das ist doch total langweilig. Und Juno hat ja auch wirklich Fokus gekriegt hier im Anime. Ich finde, er hat nicht so einen krassen Fokus im Manga gehabt. Natürlich ist er auch in den einzelnen Arcs und Stellen so vorgekommen, aber nicht so viel, wie das jetzt zum Beispiel hier in diesen ersten 24 Folgen war. Und das spricht nochmal dafür, dass Juno eigentlich ein relativer Fan-Favorite ist. Und Juno ist ja, man muss sagen, dadurch, dass er sehr gesegnet ist durch seine Magie, durch sein vierblättriges Grimoire, ja, muss man einfach sagen, dass es wirklich, dass er wirklich krasse Fähigkeiten noch hat und dann noch mit dem Elementargeist dazu, was dazu führt, dass viele Leute immer wieder sagen, dieser Rivalitätskampf, den auch Juno immer anspricht, er sagt es ja immer wieder, ja, Asta ist mein Rivale, ich will nicht gegen ihn verlieren, und viele sagen, ganz ehrlich, warum macht sich Juno überhaupt Sorgen? Er braucht sich doch gar keine Sorgen machen, er ist so viel stärker als Asta. Aber Leute, ich sag euch, ich sag's euch jetzt mal hier als Manga-Leser, ihr werdet noch richtig überrascht sein. Asta ist ein richtig krasser Typ, ja, das sage ich nur dazu. Und das spricht nochmal dafür, ja, wenn ein Charakter wie Asta, der so wenig an die Hand gegeben bekommen hat, dass der wirklich auch irgendwo dann zu Juno aufschließt. Und Juno hat nicht umsonst diese Sorge. Juno sieht nämlich das Potenzial in Asta, was viele von euch Anime-Zuschauern, ja, gar nicht sehen, ja. Juno sieht dieses Potenzial schon die ganze Zeit, und das ist auch der Grund, weshalb er Asta so ernst nimmt und immer wieder sagt, er ist mein Rivale. Das finde ich wirklich ganz, ganz gut rübergebracht, auch vom Anime. Klar, die einen sagen, das nervt, dass er das immer wieder betont, aber ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig, weil das nochmal zeigt, dass Juno wirklich sieht, dass Asta mehr drauf hat, als viele denken, als viele von den Anime-Zuschauern auch denken. Und deswegen, da könnt ihr euch drauf freuen. Asta, er wird noch ein sehr, sehr krasser Dude. Ja? Er wird seinen eigenen Weg gehen, sage ich es mal so. Er geht es ja jetzt schon mit seiner Anti-Magie. Das ist ja anders als das, was alle anderen machen. Deswegen, in jedem Fall erweckt Juno dann seinen Elementargeist, beziehungsweise ruft ihn. Sylph kommt dann und sie ballert dann mit ihrer Magie auf die Hexe. Und ja, dann sehen wir gar nicht wirklich, was mit der Hexe passiert, weil dann schon so ziemlich die Folge beendet wird. Und da kommen wir auch ans Ende dieser Review. Ich fand, die Folge hat sehr, sehr viel geteased. Ja, die einen mögen das, die anderen sagen, diese Folge war nicht so gut gerade deswegen, weil hier wirklich wir quasi zwei Cliffhanger bekommen haben. Wir haben einmal hier gesehen, dass Juno seinen Gegner nicht final besiegt hat. Ja, er hat zwar einen sehr, sehr krassen Angriff gemacht, aber er hat eben die Hexe nicht besiegt. Zumindest scheint es so. Wir haben keine zu 100%ige Bestätigung. Und die Sache mit Fuego Leon, wo wir dann auch gesehen haben, wo Fuego Leon sagt, hey, ich kenne dich, dass du es bist, dies und das, ja, das ist wirklich auch ein Teaser, das ist wieder so ein richtiger Cliffhanger, wo sich gerade Anime-Only-Zuschauer jetzt denken, was ist denn jetzt los, warum haben wir so viel geteased bekommen, keine Antworten bekommen, und daher kann ich verstehen, dass hier gerade die Anime-Onlys ein bisschen verärgert sind, aber Leute, das wird alles noch geklärt, ihr werdet das alles jetzt demnächst mehr oder weniger sehen, und deswegen könnt ihr euch darauf freuen. Ich fand die Folge trotzdem relativ stabil, ich fand die letzten zwei Folgen besser, muss ich auch klar sagen, aber trotzdem war die Folge wirklich nicht schlecht. Wie immer sage ich auch, dass die nächste Folge keine Filler-Folge sein wird, deswegen da könnt ihr ganz entspannt rangehen. Und ja, falls euch diese Review trotzdem gefallen haben sollte, dürft ihr das Ganze gerne mit einem Like supporten, mit einem Daumen nach oben und auch kostenlos abonnieren hier, falls ihr euch für Black Clover oder Attack on Titan interessiert, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. Schaut auch gerne auf den sozialen Medien vorbei, auch auf Discord bitte Leute, alles in der Videobeschreibung, denn da wollen wir ein bisschen mal den Black Clover Chat ein bisschen füllen, deswegen schaut da vorbei, falls ihr Lust habt. Und ja, für alles Weitere wünsche ich euch natürlich wie immer noch einen wunderschönen Tag. Ich sage ciao und tschüss und hoffe, wir sehen uns spätestens im nächsten Video wieder.